Hallo, ich bin Sebbel und heute geht es um das Lego-Set 71722. Das ist das Verlies des Totenkopfmagiers aus der Ninjago-Serie von 2020. Die Teile des Sets legen es sehr nahe, einen Felsen daraus zu bauen. Also habe ich genau das auch getan. Es handelt sich aber um einen sehr klassischen Felsen, und zwar um den Nachbau einer 3D-Grundplatte, die wir aus den 90er Jahren kennen. Ein paar richtig gute Sets mit so einer Platte sind in den Themenbereichen Ritter, Piraten und Weltraum zu finden. Auf genau so einer Platte in Grün stand zum Beispiel die legendäre Schwarze Ritterburg 6086. Ich persönlich finde vor allem die Idee hinter diesen Platten sehr gut. Ritterburgen zum Beispiel sind ja in der Regel auf einem Berg zu finden und mit so einer Platte kann man direkt mit der Burg starten, ohne sich zuerst einen Berg bauen zu müssen. Besonders positiv an diesen Platten war auch, dass die Sets, die darauf basierten, sich nach dieser recht organischen Form orientieren mussten. Die Platte hat auf der Vorderseite eine Rampe, die nach oben führt. Dort befindet sich eine Grube, die je nach Lego-Set für bauliche Zwecke genutzt wurde oder aber mit Platten abgedeckt wurde. Schauen wir uns die Platte doch mal von allen Seiten an. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich um ein sehr stringentes Farbkonzept bemüht. Mein Ziel war es, die Platte so klassisch wie möglich zu halten, sodass man möglichst viele verschiedene Bauwerke auch darauf platzieren kann. Daher habe ich an manchen Stellen bewusst auf Details verzichtet. Die Platte ist größtenteils mit dem Vorbild kompatibel. Das heißt, wir haben dieselben Kantenlängen, dieselben 3x3 Plateaus in den Ecken und die gleichen Konturen auf dem oberen Plateau. Auch der Rand der Grube stimmt mit dem Vorbild überein. Die Grube ist in meinem Modell mit Lava gefüllt und bietet deutlich mehr Platz als das Original. Wenn ihr in eurem Bauwerk also keine Lava gebrauchen könnt, lässt sich das auch sehr gut noch verkleiden. Wenn ihr die Grube für euer Bauwerk überhaupt nicht benötigt, könnt ihr sie natürlich auch abdecken. Die dafür benötigten Platten gibt das Set 71722 leider nicht mehr her. Spätestens so wird die Platte wirklich sehr generisch und ich kann mir darauf großartige Bauwerke aus allen Themenbereichen vorstellen. Ob es ein Fort der Imperialen Guards ist, eine Ritterburg oder eine Raumstation auf einem fremden Planeten, es sollte vielleicht nicht der Eisplanet sein, vieles ist hier denkbar. Es könnte zum Beispiel auch Teil einer Baustelle im City-Bereich sein. Wenn man so eine Platte sieht, kriegt man doch gleich Lust, etwas Großartiges darauf zu bauen. Beim Entwurf dieser Platte habe ich hauptsächlich auf Kompatibilität mit der schwarzen Ritterburg 6086 geachtet, sodass ihr diese ohne Probleme darauf bauen könnt. Besonders wichtig hierfür ist, dass man diese 1x2x3 Inverted Slopes an geeigneten Stellen platzieren kann, sodass diese das Gefälle des Berges ausgleichen. Bei anderen Modellen als der schwarzen Ritterburg kann es schon mal sein, dass ihr auf eine abweichende Konstruktion zurückgreifen müsst. Zum Beispiel, indem ihr einfach zwei 1x1 Bricks und einen 1x2 Inverted Slope stapelt und schon könnt ihr an den allermeisten Stellen diese Technik verwenden. Auch bei der Rampe habe ich darauf geachtet, dass diese mit der schwarzen Ritterburg kompatibel ist. Darüber hinaus gibt es ein paar wichtige Abweichungen zum Vorbild. So sind alle Flächen dieser Platte jeweils einen halben Baustein höher, als sie es sein sollten. Das lässt sich beim Nachbauen einer solchen Platte kaum vermeiden. Auch gibt es zwei Stellen, an denen der Rand zwei Platten zu hoch ist. In den meisten Fällen stört das aber nicht. Was die Stabilität angeht, hat dieses Modell einige Vorteile im Vergleich zum Original. Ich habe darauf geachtet, alle Bereiche so zu verstärken, dass diese völlig ohne Bedenken bebaut werden können. Bei den Platten aus den 90ern findet man heute häufig Risse oder abgebrochene Ecken. Das dürfte euch hier nicht passieren. Die Bauanleitung für dieses B-Modell von mir könnt ihr auf rebrickable.com für ein paar Euro kaufen. Dort findet ihr auch eine Kompatibilitätsübersicht, an welchen Stellen ihr einen 1x2x3 Inverted Slope anbringen könnt. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Auf die Idee, eine erhöhte Grundplatte aus Steinen zu bauen, bin ich nicht alleine gekommen. Auslöser dafür war ein anderes Mock auf Rebrickable und ein Wunsch aus den Kommentaren, einmal eine Burg auf einer 3D-Basisplatte zu bauen. Wenn euch das Konzept also gefällt, solltet ihr euch diese auf jeden Fall auch noch über den Link in der Beschreibung anschauen. Als nächstes werde ich natürlich, wie gewünscht, eine Burg hierauf bauen. Und es wird voraussichtlich auch nicht die letzte bleiben. Falls ihr noch Vorschläge habt, was man mit so einer Grundplatte alles anstellen kann, oder sonstige Ideen für B-Modelle habt, lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Bis bald, euer Sebbel.